Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Freitag, dem 31. März. Guten Morgen, Geek Talk Daily. Jan aus Wien hier und ich habe heute wieder 11 Technik-News für euch vorbereitet. Wir beginnen bei Twitter, gehen zu Robotern, zu Tesla, zu Amazon, zu Facebook, zu Dropbox, zu Telegram, zu Apple und ganz zuletzt gibt es noch eine kurze Game-News. Wir beginnen wie angekündigt bei Twitter. Dort wurde heute ein bereits mehr oder minder angekündigtes Feature endlich live geschalten. Ab sofort haben wir für Antworten unsere vollen 140 Zeichen zur Verfügung, bedeutet Ad-Erwähnungen quasi, also Nutzer, denen wir antworten, werden nicht mehr zum Twitter-Zeichenlimit dazugezählt. An der Darstellung ändern sich auch ein paar Dinge direkt in den Twitter-Clients, da habe ich euch einen Blog-Eintrag direkt bei Twitter verlinkt, dort könnt ihr alle Details nachlesen, unterm Strich finde ich es eine sehr positive Erweiterung, dass jetzt endlich bei längeren Replies auch alle meine Zeichen zur Verfügung stehen und nicht schon die Hälfte von Haus aus weg ist. Wir kommen zu Robotern und in dem Fall zur Auslieferung von Pizza. In Deutschland werden bald die ersten Roboter der Pizzeria Domino's starten, Pizzen quasi auszuliefern. Das hat der Konzern heute direkt über Twitter mitgeteilt. Die Roboter selbst sollen bis zu 3 Kilometer rund um Domino's Läden ausliefern können, fahren allerdings nur mit einem kriechenden Tempo von 6 km/h. Wird spannend sein, trotz allem eine nette Idee und mal sehen, vielleicht ist es ein weiterer Fortschritt bei der Zustellung von Dingen durch Roboter. Wir kommen zu Tesla und auch da geht es wieder so ein bisschen um selbstfahrend, allerdings mit wesentlich höheren Geschwindigkeiten. Alle Autos, die mit der Tesla Autopiloten Hardware 2.0 quasi ausgestattet sind, mit den zusätzlichen Sensoren, bekommen ab sofort die Autopiloten Version 8.1. Die ermöglicht das Fahren mit bis zu 130 km/h. Das ist doch schon ganz ordentlich. In den meisten Ländern reicht das, also ist quasi die Geschwindigkeitsbegrenzung für die Autobahnen, abgesehen von Deutschland. Ja, was leider immer noch fehlt, ist eine Notbremsefunktion. Wir kommen zu Amazon und da gibt es heute neue Gerüchte mehr oder minder. Amazon möchte in Deutschland offensichtlich ein mehr oder minder Mobilfunkanbieter werden. Mobilfunkanbieter stimmt jetzt nicht so ganz, im Endeffekt quasi nur ein SIM-Karten-Wiederverkäufer. Bedeutet, Amazon wird sich wahrscheinlich bei einem der 3 großen Mobilfunkanbieter in Deutschland irgendwie einkaufen. Heißt Deutsche Telekom, Vodafone oder O2 Telefonica. Und wird dann quasi aus diesem Netz heraus eigene SIM-Karten und eigene Tarife anbieten. Klingt jetzt nicht so unrealistisch, schließlich bietet Amazon ja schon genug Handys auch mit Tarifen an, aber eben bisher noch nicht mit dem eigenen. Warum nicht auch ein Lizenznehmer quasi, der Amazon heißt, ist ja generell gängig momentan, dass irgendwelche Firmen, in Österreich zum Beispiel Red Bull, Mobilfunktarife anbieten, die sie sich von woanders einkaufen. Wir bleiben bei Facebook und da gibt es ein eher spannendes neues Feature. Facebook geht ein bisschen unter Kickstarter, mehr oder weniger. Heißt, Facebook will es in Zukunft allen Nutzern erlauben, quasi Crowdfunding-mäßig Projekte anzubieten. Da aber nur für ganz gezielte Bereiche, irgendwelche Technik- und Spielefinanzierungen werden wir keine sehen. Im Endeffekt geht es um Erziehung, Medizin, Tiermedizin, Krisenhilfe, persönliche Tragödien, wie zum Beispiel ein Feuer. Und ja, im Endeffekt irgendwie quasi Finanzierungen für Begräbnisse oder derlei Dinge. Wir bleiben bei Facebook, gehen aber zu einem neuen Feature, das ab sofort für alle ausgerollt wird. 360 Grad Video Livestreaming. Das Feature war ja schon angekündigt, befand sich auch im Test. Dürfte insofern funktioniert haben, jetzt wird das Feature für alle ausgerollt werden. Wir bleiben mehr oder minder bei 360 Grad und Virtual Reality, auch indirekt bei Facebook. Facebook hat ja vor längerer Zeit Oculus Rift gekauft und damit auch den damaligen Mitgründer Palmer Luckey. Um den ist es in letzter Zeit ein bisschen ruhiger geworden, was vielleicht einerseits an einer politischen Verfehlung liegt, andererseits an einem etwas schwierigen Verhalten im Prozess gegen Zenimax. Das hat der ganzen Firma 50 Millionen Dollar Strafe eingebracht. Jetzt wurde mitgeteilt, dass Palmer Luckey in Zukunft nicht mehr für Facebook tätig sein wird. Wofür in Zukunft tätig wird oder für welche Firma, ist noch nicht ganz bekannt. Im Endeffekt hat sich selber schon ein bisschen abgezeichnet. Wir hatten ja Anfang des Jahres die News, dass Hugo Barra von Xiaomi zu Facebook gehen wird und eben auch zu Oculus Rift quasi. Dass jetzt irgendwie Hugo Barra und Palmer Luckey nicht Seite an Seite, Hand in Hand arbeiten werden, war ja an und für sich schon absehbar. Damals sagte ich ja schon bereits im Geek Talk, dass das Ende von Palmer Luckey sein wird. Für mich hat es nur ein bisschen zu lange sogar gedauert, aber ja, Palmer Luckey leider nicht mehr bei Oculus Rift. Wir kommen zu Dropbox und die nehmen jetzt weitere 600 Millionen Dollar auf. Nicht, weil es dem Konzern schlecht gehen würde, ganz im Gegenteil. Die jüngsten Veröffentlichungen, zum Beispiel von Dropbox Paper, dürften ganz gut geholfen haben. Im Endeffekt hatten sie letztes Jahr einen Umsatz von 1 Milliarde Dollar.
Im Endeffekt dürfte es darum gehen, dass der Konzern versuchen dürfte, Ende des Jahres an die Börse zu gehen. Wir kommen zu Messenger und zu Telegram. Telegram bietet ab heute für Android- und iOS-Nutzer Sprachanrufe an. Das heißt, im Endeffekt kann ich jetzt dann auch in Telegram verschlüsselt telefonieren. Ein Feature, das all diese Messenger jetzt langsam aber doch ausrollen. Wir hatten es zum Beispiel auch bei Signal. Ja, insofern nicht schlecht. Gerade Telegram, ich mag den Messenger ganz gerne. Da drinnen jetzt auch telefonieren können. Warum nicht? Ansonsten gäbe es da eben noch Konkurrenz, wie zum Beispiel Signal oder Wire. Ein kleiner Service-Hinweis für all jene, die noch vorhaben, USB-C-Zubehör zu kaufen, beziehungsweise vielleicht auch einen dieser schönen, größeren LG-Monitore mit 4 oder 5K. Apple hat ja nach der Veröffentlichung des MacBook Pros die Zubehörpreise im Store drastisch gesenkt. Dass die Aktion endet jetzt quasi zum zweiten Mal offiziell Ende der Woche. Zuerst hieß es nur bis Jahresende, dann hieß es quasi bis Ende März. Das heißt im Endeffekt, wenn ihr noch was kaufen wollt, heute habt ihr die letzte Gelegenheit dazu. Zuletzt eine kleine Game News und normalerweise mache ich das ja nicht in der Daily, obwohl ich ja quasi ein bisschen der Spieler hier im Geek Talk bin. Das ist aber eine sehr große News, die glaube ich sehr, sehr viele freuen wird. Es war ja schon das ganze Jahr ein bisschen Rumoren. Jetzt ist es offiziell, Destiny 2 wurde angekündigt, wird für PlayStation 4, Xbox One und Jingle den PC erscheinen. Der Vorgänger war ja nur konsolenexklusiv. Am 8. September soll es bereits soweit sein, die Vorbestellungen haben bereits jetzt begonnen. Was bis heraus ist, ja, es gibt einen Launch-Trailer, den habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Noch dazu sind wir mal mehr oder minder sehr sicher, war allerdings eh schon mehr oder minder klar, dass es keinerlei Bezüge zum bisherigen Spiel geben wird. Heißt auch, allen Fortschritt und alle Dinge, die wir dort uns erspielt haben, werden wir nicht in Destiny 2 nutzen können. Angesichts der Ankündigung, dass es jetzt auch auf den PC kommt, mehr oder minder klar, weil die, die jetzt auf dem PC zum Spielen anfangen, ja quasi vorher sonst keine Chance hatten. Das war's von mir für heute, das war's von mir für diese Woche. Ich wünsche euch einen schönen Tag und einen guten Start ins Wochenende. Nächste Woche ist dann wieder der Martin für euch da. Und ich bin dann auch wieder früher als geplant für euch da. Ich übernehme dann die übernächste Woche wieder. Ich habe mit Achim urlaubsbedingt dankenswerterweise ein bisschen herumschieben dürfen. Dementsprechend hört ihr mich früher als in den üblichen 2 Wochen wieder. Ja, in diesem Sinne, schönes Wochenende und schönen Tag. Baba. Hört mehr Geek Talk.